Hallo und guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie auf dem Kanal Rovi Dubaisida für spontane, improvisative, dokumentarische und authentische Videos. Ich bin Klaus von der älteren Generation der Babyboomer auf dem Weg ins On-Life. Und das ist auch das Programm dieses Kanals, dieses Channels, dieses Vlogs, in dem es darum geht, die Transformation in die digitale Gesellschaft, die sich hier bei mir vollzieht im Kleinen, an der ich mitwirken und partizipieren kann, die zu dokumentieren und festzuhalten und zu beobachten, wie ich mich dabei verändere. Also in diesem Sinne bin ich dann auch ein wenig Altersforscher in eigenen Angelegenheiten, der den eigenen Abbau und den eigenen Verfall sozusagen festhält. Nicht unbedingt aus Lust an der Freude, sondern mehr so aus dokumentarischen Zwecken. Ja, momentan lebe ich ja im Corona-Zeitalter. Ich weiß nicht, ob das ein Zeitalter schon ist. Jedenfalls haben wir so eine Phase, wo quasi alles von dem Coronavirus beherrscht wird. Die Medien, die quillen über, jedes Medium muss was zu dem Thema sagen und jetzt muss ich auch da was zu sagen. Ich habe gestern schon damit angefangen, also ja, was soll man davon halten? Also in China scheint man eine unbekannte Lungenkrankheit gefunden zu haben und und dann hat man da so einige nach Berlin geschickt. Ja. Also das ist die Version von dem Wolfgang Wodak, die mir immer so im Kopf herumschwirrt. Da haben nur ein Facharzt, der dann diese Geschichte erzählt hat. Und die übernehme ich jetzt quasi eins zu eins. Ich muss da mehr Distanz legen zwischen mir und den verschiedenen Medien, zwischen mir und den verschiedenen Informationsquellen. Ja, gestern hat also die Bundeskanzlerin Ansprache gehalten an die Nation. Und dass wir alle zu Hause bleiben sollten, dass wir alle zu Hause in der Wohnung sollten bleiben. Ja. Dann habe ich heute gehört, das Virus soll doch temperatursensitiv sein, also doch irgendwie auf Temperaturen reagieren. Also ich kann mir nicht helfen, dass diese Panik hier vielleicht irgendwie, dass da noch irgendwie was dahinter steckt. Jetzt haben sie das verharmlost, so als Grippe, so grippeähnlich. 80% kämen davon und so und dann nur einige wenige Fälle. Und jetzt quasi hat Wuhan, haben wir da keine Ansteckung mehr, keine Neuinfektion mehr? Also irgendwo ein rätselhafter Virus. Jetzt kam mir auch dem Wodak spanisch vor, dass das bei 1,4 Milliarden Menschen, dass da auf einmal keine positiv getesteten mehr stattfinden, mehr gefunden werden. Die verändern dann irgendwie die Testart oder so. Oder werden die anders aus? Ja. Also die sollen mal sehen, dass sie schnell wieder zur Normalität hier zurückkehren, sonst schmiert die Wirtschaft ab.
Ja, also wieder 5 Hauptpunkte heute und nein, zweitens Gesundheit, drittens Ernährung, viertens Lektüre und fünftens Medien. Ja. Also Gesundheit, Medien, Anlauf, habe ich also gestern 6 Videos gemacht und damit habe ich gestern so, wo bin ich gekommen, 112, 113 glaube ich irgendwo. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr so genau. Ja. Dann Thema Gesundheit, ja, die Beine zwicken und zwacken wieder. Und ja, bei Anlauf muss ich noch nachtrinken, gestern also wieder ETS 2. Gestern auch wieder. Gestern also wieder mit dem Auflieger gefahren und eine Tour so. Ich habe fast 180.000 zusammen, um meine Garage auszubauen jetzt. Meine Garage auszubauen. Das werde ich heute machen und dann eine weitere Tour machen und dann schaue ich mal, dass ich damit hinkomme. Dann habe ich noch 100, habe ich noch 20.000 als Reserve und ich könnte noch Kredite zurückgreifen. Das sollte dann reichen. Ja, also erstmal sehen, welche Möglichkeiten ich habe jetzt mit der Garage. Da kriege ich, glaube ich, 2 LKWs rein oder so. Und dann muss ich auch mal sehen, dass ich Leute einstelle. Das heißt, dann brauche ich noch einen LKW. Noch einen zweiten und dann kommen wir vielleicht noch einen Anhänger. Dann kann er mit dem Anhänger fahren und ich fahre auch mit dem Anhänger. Aber 2 Anhänger und zwei LKWs. Ja, also das ist immer so viel mal zum Thema Anlauf. Gestern ging mir doch mein Tablet kaputt. Also scheint nicht kaputt zu sein, der Akku scheint sich total entleert zu haben gestern. Warum genau und wieso, verstehe ich nicht. Jetzt habe ich den wieder auf 90% momentan. Ich habe schon ein neues Netzteil bestellt. Ja, neues Netzteil bestellt. Eventuell muss ich auch ein neues Tablet kaufen. Momentan aber noch nicht, glaube ich. Ja, warum jetzt hier mein Tablet auf einmal nicht mehr aufgeladen wird. Jetzt sind wir bei 73%.
Der lädt einfach nicht auf. Der lädt einfach nicht auf. Mal lädt er auf, mal lädt er nicht auf. Ja. Thema Nummer 3, Ernährung. Ja, Smoothie habe ich schon gemacht. Heute ist der 19.03.20 und wir haben jetzt 6.35 Uhr. Ich habe lange geschlafen, von 20 Uhr gestern bis heute Morgen um 6 Uhr. 10 Stunden. Ja, die Fahrerei hier, die erschöpft mich ziemlich, die staucht mich. Da bin ich anschließend sehr müde. Muss manchmal auch noch eine Tagpause machen. Die stehen auf dem Bildschirm und dann darauf reagieren und so, das erschöpft mich. Ja, Thema Nummer 3, Lektüre, 4, Lektüre. Ja, fand die Stadt gestern. Jedenfalls nicht die Standardlektüre, die ich mir vorgenommen hatte. Da habe ich Simone de Beauvoir über das Alter, da bin ich noch nicht weitergekommen. Gestern habe ich wieder eine erste Amazon-Bestellung aufgegeben. Ja. Diesmal kommt die Bestellung, ich glaube, von 6 Zeilen. Die kommt jetzt in 5 Lieferungen. Oder waren das 4 Lieferungen? Also alle 2-3 Tage kommt eine Lieferung. Ja, ich habe gestern Drittelpasse wieder gekauft, zwar 8 Packen neue und ja, Guarana habe ich verpasst, habe ich vergessen, das müssen wir dann mal sehen. Ja, ich bin schon wieder am Ende, Leute. Ich habe kein Thema mehr. Ich bin leer und ich weiß ja nicht, was ich sagen soll. Ich möchte hier auch nicht dumm rumlabern. Habe ich schon genug gemacht. Also halte ich einfach mal den Mund und sage nichts, ne? Und tschüss, Leute. Macht's gut.